Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zu Race Room Experience WTCC 2014 mit Honda Civic bei meinem Heim Grand Prix am Red Bull Ring Spielberg. Los geht's! Schauen wir mal, das Gefühl ist glaube ich ganz gut. Los geht's! Schauen wir mal unsere 200 Kollegen, was die da machen. Und da schießt mein Dritter an mir vorbei. Montero. So, den holen wir sich aber gleich wieder. Da Quini auch nicht mit so viel Schwung da gerade raus. Ich muss gerade vom Gas geben und trotzdem bin ich noch gleich schnell wieder. Holen wir es da mal innen. Aha. Boah, das ist der zweite geblieben. Verdammt! Das war nicht so geil. Aber geht schon. Aber schon einmal 1,5 Sekunden auf Michelis aufgebrummt bekommen. Aha, das haben wir gut erwischt. 07. Ja, Michelis kann da an Löb dranbleiben. Ah, unruhig her, Michelis. Da will er dranbleiben und hat es aber schon wieder ein bisschen verbockt fast. Boah, ich auch fast. Podium im Heim Grand Prix muss schon sein, oder? Ja, die waren nicht schlecht erwischt hier. Oh gut, da kann man gut raus. So, jetzt sollte er eigentlich rüberfahren, jawohl. Ah, Chip, du über die Vorderachse. Was ist denn da schon wieder los? Das gibt's ja nicht. Aber wir sind vor ihm geblieben. Sehr schön. So, okay. Na, das lassen wir auf 63. Das passt. Was nicht zu sehr attackieren. Unnötig. Linie hier gewählt hinten. Unnötig schlecht. So. Jetzt konzentrieren. Sound ein bisschen zurückgedreht. Ich hoffe, man merkt es. Ja, wir robben uns wieder ran hier an Löb. Geht ein bisschen weit, Löb. Kann ich das nützen jetzt mit dem Schwung? Ich komme ein bisschen besser raus. Müssen wir probieren. Bei so einer Chance müssen wir das einfach probieren. Sehr schön. Wir sind dran an Ivan Müller momentan. Löb aber hinter uns.
nach dem Projekt. Überlegen. Project Cars wäre wieder mal geil, ein bisschen weiterfahren auch, obwohl, wenn ich das wahrscheinlich fahre, werde ich wieder hier diese Rennen vermissen. Das weiß ich jetzt schon. ADAC GT Masters wäre noch eine Saison. Wäre auch geil. Die Themen sind wir schon gefahren. WTCC haben wir jetzt auch am Start. ADAC GT Masters wäre noch cool. Wo ist der Kollege? Ah, der ist ein bisschen rausgefahren. Und auch zugleich Schwung verloren. Okay, und wir sind auf der 2, sehr schön. Ja, es muss ja mal ein Grand Prix geben, wo es auch läuft. Das hier bei meinem Heim Grand Prix und ich rieche sogar den Sieg. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, wenn es passt, dann passt. Ich habe genug Grand Prix, wo es nicht so hundertprozentig passt. Zweiten Spiegel könnte ich eigentlich weggeben oben, der ist eigentlich unnötig. Vergiss ich jedes Mal. Na, jetzt gehen wir nicht ins Menü und suchen wir da rum. Jetzt fahren wir das Rennen weiter. Lopez ist schon gut unterwegs hier. Der Argentinier. Ja, das Auto schiebt so dermaßen über die Vorderachse. Das ist unfassbar. So, jetzt hätten wir die Chance hier. Wir kommen gut raus hier. Und wir sind Erster. Jawohl, beim Heim Grand Prix mit unserem Honda. Mal hier mal fahren und anbremsen, ohne dass wer vor mir ist im Rennen. Mal schauen, ob wir uns absetzen können. Momentan haben wir schon wieder eine Sekunde Vorsprung sogar auf Lopez. Der hat sich aber noch, glaube ich, geschreckt, dass er überhaupt einer überholt hat. Okay, das war ein bisschen zu viel abgebremst. Was mache ich, meine Angst? Aber alles kein Problem. Noch knapp unter 7 Minuten. Und wieder rauf zur Remus-Kurve. Ja, hat er jetzt hier die Masters, da gibt es glaube ich das 2015, ich weiß nicht, ob das jetzt relativ neu ist, ich glaube. Den Bentley, das wäre ganz interessant. Mal schauen, vielleicht lege ich mir das zu. So eine Saison wäre auch cool. Muss mal ein paar Testfahrten organisieren und fahren. So in der Kurve, aber ich war ein bisschen schnell. 2,7 auf Lopez, sehr schön. Naja, keine Experimente hier. Ja, momentan, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wird der Red Bull Ring ein bisschen verlängert, glaube ich. Er wird ein bisschen größer.
zeige euch das gleich. Oben bei der Remus-Kurve. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich glaube, da um den Berg geht es dann nach hinten herum. Ich glaube, es kommt da jetzt eine Schikane, links. Da jetzt geht es dann noch, oder geht es noch gerade weiter hier nach hinten, da bei der, wo der Kran ist, der gelbe. Ist hier noch eine kleine Schikane, glaube ich, drin, und da geht es noch ein Stück nach hinten und hinter dem Berg da links von uns noch einmal hier hinten herum und dann kommt man da vorne dann wieder herunter. Also es ist wieder ein bisschen verlängert, der Kurs. Hier kommt man da wieder runter und schließt hier wieder an die Strecke wieder an. Weil ich das jetzt gesehen habe. Sie bauen zumindest. So, 3,44, ja, noch zwei Runden, 3, 1, 2, ja, flotte Zeit schon. Ich habe die Kurve verpasst, aber ich war 5 Sekunden Vorsprung. Ja, der Schmiedler schmilzt da gleich auf unter 4 fast. Ja, hier dann gerade weiter, ob es nur gerade weitergeht oder ob da auch eine Schikane drin ist. Ich meine, eine Schikane gesehen zu haben. So eine Art S, da geht es noch weiter rauf eben. Na, da geht es ja noch eine Runde aus. 2 Minuten. Also ist wahrscheinlich noch 2 Runden. Ja, auf jeden Fall bei 1,30, 1,34 die Runde. Geht sich aus. Ah, Lopez. Grüne Zwischenzeiten. Schon erwähnt, den mittleren Spiegel drin noch irgendwo irgendwann wegbringen. Den virtuellen. Das vergesse ich jedes Mal. Dass ich so klar schneller bin, hätte ich mir nicht gedacht. Weil dem habe ich mir, glaube ich, um einiges schwerer getan hier auf der Strecke, glaube ich. Oder? Aha. So, jetzt geht es aber definitiv in die letzte Runde. Das war jetzt die schnellste... Das gab jetzt aber nicht die schnellste Runde, oder? What? Kann nicht sein, oder? Lass mich verlesen.
Ja, da fahren wir jetzt mal in den Sieg ein. Sehr schön. Sehr schön, das ist der Sieg. Ja, mit riesen Vorsprung. Wunderbar. Lopez Müller löbt, da gewinne Michaelis Chilton. Jawohl. Da haben wir das mehr oder weniger, das Podium. Wunderbar. Und wirf 3, jawohl, an Löb vorbei. Sensationell. Das sei noch zu erwähnen. Ja, wunderbar. Lopez von Müller in der Gesamtwertung. Wunderbar. Wir laden gleich wieder in die nächste Strecke rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt eigentlich notwendig ist. Ich glaube nicht. Wenn wir jetzt von da dann rausgehen, dann machen wir so wie immer, sicherheitshalber. Nicht, dass wir dann noch einmal in den 1-Ring fahren müssen, weil er nicht gespeichert hat oder so. Aber ich glaube, das sollte passen. Aber ist egal. Die eine Minute, was hat er lädt da, wenn überhaupt. Die haben wir auch noch. Ja, da. Neue Audi und der ältere Audi. Wahnsinn, was da für Unterschiede sind. Hans-Joachim Stuck da hinten. Vorne Dampay, Adrian Dampay. So, wir sind... What? Ach so, das Ergebnis noch einmal vom... Ach, ich denke, wir sind noch einmal am Red Bull Ring. Das gibt's ja nicht. Da ist schon das Rennen. Wir sind in... Deutschland, am Sachsenring. Sehr geil. Oh, der Grand Prix kann auch interessant werden, Freunde. Nächstes Mal. Wunderbar. So, dann machen wir einen Blick. Und zwar... Sachsenring, dann noch Sonoma und dann noch Suzuka. Sehr schön. Wir nähern uns dem Ende. 3 Rennen noch, das schaffen wir. Ich versuche es jetzt eigentlich gleich weiterzufahren, weil ich jetzt die Lenkrad-Einstellungen noch habe. Deswegen bleiben wir hier drauf. Audi, ja, den müssen wir kaufen, ist klar. Schade. Haben wir die eigentlich? Na, by now. Na, der Audi Cup, glaube ich. Nee, oder? Gibt schon viele Teilnehmer. Aber ich glaube, der ist nicht so prickelnd. Ist ja ganz nett, aber... So, habe ich die? Die habe ich nicht, oder? Nö. Die habe ich nicht, hoppala. Was haben wir jetzt alles? Audi, BMW, Mercedes, Nissan, Chevy, Bentley und den Chevy Camaro. Mhm. Ja, der Bentley, 2 im Start hier, ja, sehr geil. Aber wie war das jetzt, wenn ich mit dem fahre, dann fährt die KI nicht, oder wie? Das wäre schade, dass wir 3 Bändler im Start hätten, das wäre cool. Moment einmal, ich habe das 12.14er, war das vorne schon, kommt das hier? Ja, das ist eh unseres, oder? Discount, what? Achso, das ist das. Hä? Achso. Ne, das ist das neue, oder? Dann Coronel mit DHL. Löb, Benani. Ah, das Benani ist mein Auto eigentlich, aber der hat sich auch ein Citroën geschnappt. Geil. Das wäre auch cool, dann mit einem Citroën fahren, in die 2015er Saison. Puh, ob wir da irgendwann hinkommen?
sei dahingestellt einmal. So, wo ist jetzt unsere 214er? Da haben wir es. Nö, Bentley ist keiner dabei. Okay, macht nichts. Macht nichts. So, gut, ja. Da könnte man überlegen. Audi. McLaren, ja. Eventuell ist eine Saison dann. Irgendwann einmal, wenn es passt. So, ich darf mich bedanken. Das war's. Und wir sehen uns am Sachsenring. Bis dann. Ciao, ciao.